Was geht, was geht? Erziele Kopfschüsse mit den Evochrome-Waffen. Wo haben wir das denn? Hier irgendwo steht Schrotflinte und die. Und das Seifengewehr, ganz genau. Und meine Idee ist, also ihr könnt euch überall auf die Lauer legen und da Kopfschüsse erzielen wie wild. Ich gehe nochmal ganz kurz hier ein Stück hoch. Meine Idee ist, und das wäre auch mein Lösungsvorschlag, boah, wie ist hasse, wenn man nicht aus diesem Tornado hier rauskommt. Und das wäre auch gleichzeitig mein Lösungsvorschlag. Ihr geht einfach hier hin zu Herald Sanctum und holt euch hier eine Waffe. Weil ihr wisst ja, wenn ihr jetzt hier so eine Kiste findet, beispielsweise, bisschen Shield Stuff kann man gebrauchen, dann ist da in der Regel auch immer was Schickes drin, Evochrome-mäßig. Müssen wir uns nur mal umschauen. Aber immer das Gleiche. Ich habe einfach wie immer Glück. Ich gönne mir nochmal ganz kurz den hier nebenbei. Und dann schießen wir einfach, und das ist, wie gesagt, die Idee, dann schießen wir einfach auf die Kollegin da unten. Und da müssten wir doch dann gut was hinbekommen, oder? So, lass uns mal hier auf heimlich runtergehen. Hier habe ich doch schon eine Kiste. Da gucke ich jetzt mal rein. Und da habe ich schon mal die Schrotflinte. Und hier gucke ich auch nochmal rein. Da habe ich schon mal das Salbensturmgewehr. Und jetzt ist die Alte hier, macht da irgendein Zambano und die knall ich jetzt einfach ab. Und guck mal, hört ihr immer, wenn es Kling Kling macht sozusagen? Seht ihr schon, ich habe 6 von 15, dann hast du ja den Kopfschuss. Ich glaube, dieser Move mit dem Wölfen, wie ihr es früher mal kanntet, Kopfschüsse zu erzielen, ich probiere es gerne mal. Ist aber eh die falsche Waffe. Achso, die muss ich mal nachladen, oder mal ganz kurz? Die zählt, nee, die zählt leider nicht bei den Wölfen. Da sagt er, nee, will ich nicht. Ich lade mal ganz kurz nach. Ach Gott, wenn es schnell gehen soll, oder? Jetzt gucke ich um die Ecke, wo ist die Alte? Hier. Dadang, dadang, hat's doch gemacht, ey. Müsste doch eigentlich gezählt haben. Warum hat er das jetzt nicht gewertet? Manchmal, wundert euch dann nicht, ich spare mal meine Munition der anderen Waffen. Okay, ciao. Manchmal dauert es einen Moment, bis er das hochzählt. Zack, zack, da seht ihr, habe ich eine 9 jetzt stehen. Die verwandelt sich. Ich probiere mal ganz kurz, ob ich sie auch in der Luft... Ah nee, da kommt kein Schuss durch, ey. Kannst du machen, was du willst. Jetzt habe ich auch nur noch 2 Schuss hier drauf. Diese bescheuerten Wölfe. Aber vielleicht könnt ihr die Aufgabe ja verbinden mit richte Schaden bei Wildtieren an. Da habe ich ja gesagt, Mensch, das ist doch hier ganz cool. Zack. So, jetzt ist die Alte wieder free irgendwo unterwegs. Genau, direkt neben mir. Oh, erziele Kopf. Ach nee, das ist eine andere Kopfschussaufgabe. Okay, das war wahrscheinlich der Meilenstein dazu, schätze ich jetzt mal. Ich muss ein bisschen aufpassen, aber ich glaube, ihr braucht dem Elend hier nicht weiter zuzuschauen, weil... ihr wisst, was gemeint ist. Guck mal hier, diese Wölfe nerven ja wirklich mega ab. Nerven. Oh, wieso? Haben die sich jetzt so verwandelt? Okay, alles klar. Let's go. Hier habe ich gar keinen Schuss mehr drin. Auch geil. Gucken wir mal nach der Schrotflinte. Oh ja, Schrotflinte geht auch. Schrotflinte geht auch ganz gut, muss ich sagen. Ey, ey, und erledigt. Guck mal. Jetzt ist es mir egal, ob ich sterbe oder nicht, aber Schrotflinte wäre mein Tipp. Das geht ja noch viel besser als das Seifensturmgewehr. Also, das würde ich machen. Den Ort, ja, keine Ahnung, kannst du euch gerne markieren, aber Herald Sanctum ist, glaube ich, nichts Neues. Kennt ihr doch genauso gut wie ich, wenn nicht sogar noch besser. Also, in diesem Sinne, das wäre mein Tipp für die Aufgabe. Viel Spaß damit. Ciao, ciao.